Als ich an dem Polizeipräsidium ankam, wollte ich die Türe öffnen, doch ich hielt kurz inne. Irgendetwas in mir hielt mich davon ab und ließ mich in meine Manteltaschen greifen. In der linken Tasche berührte ich noch einmal die mysteriöse orangene Kugel von Frau Meier. Ich umschloss sie mit meiner Hand und sie fühlte sich sehr warm an, fast so, als würde sie sich von innen aufladen. In meiner rechten Manteltasche befand sich allerlei Krams. Bonbons, ein paar Münzen, ein kleiner Bleistift und... ein alter Kaugummi. Angeekelt warf ich ihn fort und steckte meine Hand nochmals in die Tasche. Moment mal, ich fühlte ein Stück Papier. Ein kleines Briefchen. Es war fremd für mich und völlig fehl am Platz. Erstaunt zog ich es aus meiner Manteltasche und öffnete es. Ich blickte wieder auf eine Art Geheimschrift, die mir dieses Mal jedoch nicht fremd war, sondern völlig vertraut. Meine Schwester und ich hatten sie früher nur allzu oft benutzt. Ich kannte außer uns niemanden, der diese Geheimschrift benutzt. Schließlich hatten wir sie damals erfunden. Ist das also eine Nachricht von meiner Schwester? Ich hatte doch schon so lange nichts mehr von ihr gehört gehabt. Ich stand mittlerweile nicht mehr, sondern saß zusammengekauert auf der Treppe und versuchte, die geheime Botschaft zu entziffern. Ich musste aber erst ein bisschen in meinem Gedächtnis suchen, doch schon bald hatte ich die Geheimschrift förmlich vor Augen. Ich kramte in der rechten Tasche nach dem kleinen Bleistift und begann, die Buchstaben zu entziffern. So, mal sehen, was wir da haben. Also als erstes haben wir ein N, ein I, M, D, noch ein I, C, H, ein V, U, R, F, R, A, N, Z, I, N, A, C, H, T. Nimm dich vor Franz in Acht. Nimm dich vor Franz in Acht? Was sollte das denn nun? Erst soll ich mich vor Vera in Acht nehmen und nun vor Franz, dem mürrischen Nachbar? Was geht hier vor sich? Ich stand von der Treppe auf und steckte den Zettel wieder in meine Tasche. Ich war total verwirrt und völlig durch den Wind. Geistesabwesend öffnete ich die Tür vor mir und betrat das Präsidium. Just in diesem Moment sah ich aus dem Augenwinkel einen Mann, der sich an mir vorbeidrängte und nach draußen wollte. Bei genauerem Hinsehen erkannte ich, dass es Franz war, der mich fies grinsend ansah. Er wirkte ziemlich zufrieden mit sich. Perplex stand ich da, drehte mich um und beobachtete, wie mein Nachbar das Präsidium verließ.